Folgendes Programm ist für Zuseher unter 16 Jahren nicht geeignet. Achtung, Achtung, da gibt's Informationen. Bitte langsam, das Baustelle. Hast du das gesehen? Das ist. Entschuldigung, das ist nichts packen da bitte, das Baustelle. Langsam, das nicht. Entschuldigung, das ist nichts Autobahn. Autobahn ist diese andere Seite. Das ist schon, da muss. Das ist der Horwart, kein Bock auf ihn, wo es auch durch die Fünfe und mit Weiber. Da geht's ihm ganz schön los, im Großen und Ganzen ist er ganz laut. Das ist der Horwart. Maria Rakarena and the creatures in the night. So, lebende Nummer, so was langen. Lass, ich hab schon gesehen, den Trottel draußen. Komm mit rein, wa? Das ist er bei mir. Bei meiner Initiative, ja? Maria Rakarena, jetzt hat er wieder hocken. Letztes Jahr das Glück irgendwo allein gesucht. Der Volltrottel, ich bin interessiert. Der braucht den Papadone, so schaut's aus, oder? Maria Rakarena and the creature in the right. A wee woo, ist von der Sandra. Kann ich nicht sagen, ob ich was da. Sandra hat die Kassen. Boah, bist du ein paar gute, oder? Boah, hab ich alles gehabt, Starschnitt. Bravo, bravo, exklusiv Covers, Starschnitt. Well, Levant. Die Steppert, aber heute packst du das nicht mehr schon, die Zeichen. Nein, ich sag dir, die Weiber sind wie ein Zahnbürstel. Das schaut lebend aus im Geschäft, ja? Aber wenn du das auch über einmal durchziehst, schauen sie aus wie ein Häuselbesen. Und das sind's alle, ja? Bitte aufpassen Sie! Jetzt ist er bei der Initiative. Initiative, muss ich nachschauen, wie das heißt. Initiative, was weiß ich. Initiative, die wenn ich Kugelukustampfe kenne. Schau lebend dann nochmal. Oh ja. Und jetzt schauen wir, dass das alles passt, weil. Ich hab nur mehr die Initiative, die haben mich gesperrt bei einem MS, die Hornhund. Das sind auf nix hinauf. Auf nix. Gar nix war. Was war denn leicht? Ja, und? Haben sie mich geschickt auf einen Kurs. Schwarzer Kurs wollten sie mich schicken. Das war am Montag gewesen, oder? Und am Montag war der Schwarzer Kurs gewesen. Am Sonntag war ich dort beim Läufig. Beim Lokal, was wir vorhin haben. Läufig heißt das. Bist deppert. Da sind nur die alten Weiber dort, was die, die von der Roten Armee noch. Die ficken die her wie ein Action-Man, Alter, wenn die die erwischen. Weil die haben Angst, dass sie bald hier sind. Ich meine, sie sind ja schon ein paar Wegstuhl wahrscheinlich in der Zeit, wo sie da gekommen oder was. Ja, da war ich halt dort, ja. Und geh raus vom Läufig. Nein, in der Früh, da war, bist du verschwitzt, alles, was da hin. Und bin ins Auto gestiegen und gleich hin zum AMS-Kurs, ja. Nicht, weil ich soll schlafen gehen, wenn der Kurs anfängt. Ja, halb 10 Uhr hat der Kurs angefangen, oder? Bin ich rein und eingeschlafen beim Schweißgerät, was das. Und hab ich halt aufgedruckt und den Kursleiter angezündet und weiter. Ich hab einmal gleich gelöscht mit dem Feuerlöscher, war ja alles in der Ordnung, oder? Der hat ausgeschaut wie ein Schwedenbomben, der Volltrottel. Hilfe, 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 toll, wirklich. Wir wollen uns auch kredenzen. Was soll ich machen, wenn ich Pump zu bin? Dann können sie gescheit hackeln, wenn sie da einen Kader haben und was weiß ich. Das sind Leute, auf die sie hinauf wollen sie mich sperren. Dabei hab ich ihnen gleich gesagt, oder? Was brauche ich einen Kurs? Ich einen Kurs? Ich bin immer in der Sonderschule hocken geblieben, oder? Was brauche ich einen Kurs? Ich war ein guter Schüler. Aber nur in der Pause, das hat mich interessiert, das andere hat mich nicht interessiert. Einmal 1 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Wurzel aus was? Was für eine Wurzel? Hab ich gesagt, bin ich ein Gärtner oder was? Langsam bitte fahren, das Baustelle. Ja, war eine schöne Schulzeit. Einmal habe ich Exkursion haben wir gemacht. Auf Wern eine Exkursion. Hat damals 300 Schulinge gebracht, ja. Und die Mutter hat mir aus der Sportbüchse noch bei 300 mitgegeben. Der Vater, den hat das aber nicht geschmeckt. Der ist mir nachgezogen auf Wehren, hab mich erwischt, beim Bus rausgezahlt, dreimal in die Kasse gehabt und das Geld wieder genommen, weil er gesagt hat, er muss zum Wirt nehmen. Ich hab schön ausgeschaut. Hab mich nicht mehr mit heimgenommen mit dem Bus, oder? Nein. Ja, war ich 2 Wochen in Wehren. Mit der Initiative. Gerät auf Bank, um einen Kredit, oder? EU-Förderungskredit für meine Unterführung. Weil was wollte ich sehen bei der Bank? Ja, drei Lohnzettel, gib ich einer so drei Verwölkte, ob ich noch vor der Lehrzeit irgendwo, was wir rausgekaut haben. Heuer noch hin, 15.000 am Minimum brauche ich, platte die, alles draußen mache ich. Ich brauche ein bisschen privat, ein bisschen was für die Kasse. Mehr ein bisschen unangenehm, weißt, weil normal habe ich immer einen Haufen Geld da hinten liegen. Aber momentan finanzieller Engpass bei mir. Und mit dem bauen wir dann die Unterführung, weil wenn es regnet oder was, weißt, wirst du noch was auch nicht, wenn du aufs Häusl gehst. Ja, weißt du, du brunst dich am halben Weg an. Ja, aber was? Ich nicht. Ich hab mich noch nie angebrunst in meinem Leben, oder? Ja, mal, das war ein Spaß bei dir und so. Weil die hat sich ja wohl hinein und so. Ah, das kommt gut nicht.
Habe ich vorgeschaut in meiner Dokumentenmappen. Ja, weißt du, was der Mädel erzählt und so. Habe ich mir drin in der Dokumentenmappen einmal. Habe ich gesehen, ein Post-it vom Begräbnis vom Vater Thomas. Weil der hat kein normales Begräbnis gekriegt, kein Paterzell, oder? Weil den haben sie ja, der war nicht, das war der erste Mensch, der nicht aus der Kirche austreten ist, sondern den sie aus der Kirche auszutreten haben. Ja? Weil der scheiß Hund, der angesoffene, bei einer Malerfirma, obwohl er gar kein Maler war, aber der hat gelungen wie nix, scheiß Hund, der war er dort und ich war mit. Ne? Und hätte die Kirchen nicht ausbessern müssen, da ein paar Sackerl dort. Der Pfarrer gesagt, da beim Jesus, bei der Figur, tust du mir ein bisschen was wegschleifen, weil da war ein Rost oder was, solche Sachen. Der Pfarrer raus, der Vater gleich mal nervös geworden, gesucht hat er überall herum, hat ein Messwein gefunden. Tja, Toni, was der Papa gefunden hat, so hat er gesagt zu mir. Ich hab schon gewusst, dass es jetzt vorbei ist, weißt du, ich 5 Jahre nur so geschaut. Der Pfarrer kommt zurück, komplette Kirchen ausgewässert. In Jesus hat das dreiviertelte Gesicht einmal komplett gefällt, weil er mit der Flex ausgerutscht ist, der scheiß Hund. Im Beichtstuhl hat er dreimal eine gespielt. Ist das komische, weißt du, was du einiges, was du zumachst. Das hat er sich so das Gurken gewaschen, was weiß ich, was der da hat. Ja? Und 2 Finger hat er sich angeschnitten dort. So ist er gestanden, so, Pistone, ja, in der Fetten. Da hat er ausgeschaut wie in einer Operation, aber nicht wie in einer Kirche mehr. Der Pfarrer zurückgekommen, der komplett durchgedreht. Police, du, ein breiter Titel, aber doch zu viel. Ja, und wenn man tanzt. Der Bebo, wie gefällt Ihnen die Arbeit, das jetzt verrichten? Sind Sie da? Nein, bitte, Entschuldigung, Kollege, jetzt ist Pause. Pause muss auch. Ich mache Arbeit, ich habe Arbeit auch. Aber Pause muss auch mit Arbeit. Hör auf dich, auf die Füße bist du schon. Jetzt geht's auf. So. Do, 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 da, 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 do what I wanna say. Das ist der Schwinger. Do, 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 ist der Stier. Da, 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 we can work and do, 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 do. Sind Sie da bei der Gemeinde aufgestellt oder ist das eine Privatfirma? Nein, das ist privat. Aber das ist von Staat, statische Hogwarts. Das muss mit Köpfe auch, muss man gucken. Also, der Herr Horvath kommt, hat sich da aufgestellt. Da muss man aufpassen. Nein, da kommt Autobaustelle. Da gibt es eine Baustelle. Und ich sage immer, bitte langsam, langsam fahren, wegen Autobahn. Wuppet vorher. Wiki, wuki, say to you. Du, du, du. Da, da, da. I wanna suck you. Where do you live? Wie gängen Sie eigentlich mit dem Tod von Herrn Launisch um? Was tun? Von Herrn Launisch. Der Herr Thomas Launisch ist ja verstorben. Wie verkraften, wie verarbeiten Sie das? Ich weiß nicht, das ist gefährlich am Arbeiten. Herr Horvath, würden Sie von sich behaupten, dass Sie ein guter Tänzer sind? Und ein Talent sogar? Hab ich schon, ja. Ich bin schon ein guter Tänzer. Ich bin von der Hüfte. Ja. Sind Sie noch öfters unterwegs in Diskotheken? Ja, na klar, im Häufig drin. Hab ich alle. Suchst du aus von dir, Weber? Also das heißt, Sie haben auch Erfolge bei den Frauen? Gibt's keine Misserfolge bei mir. Schau dir das an, es geht alles aus der Hüfte, über die Porzellana und dann tiefe Kille. Bei den alten Weber ist ein Truder und der Hals, kannst du rein? Das ist schon sehr gefährlich, ich weiß nicht, ich hab tot auch sterben, ich muss immer aufpassen. Bei diese, also Klüger, die so aufpassen drei. Pass auf, Lampada. Du, 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 da, so muss. Schwer sein. Jürgen, du Vollglottel! Schau dir das an. Jetzt hat er den Scheiß gekriegt. Den Scheiß Anlag. Und? Ist was gegangen, Horstl? Oder was? Ich hab mich verletzt. Was ist? Nichts Pause, was ist los? Pause vorbei. Ja. Was? Pause ist schon wieder vorbei. Geh weiter jetzt. Was? Was? Los. Was ist mit dir schon wieder? Was ist? Ich hab das Interview, was hab ich gehört? Ein Zebrastreifen wollte ihr zum Häusl machen. Na und weiter, die Leute fahren, hast du gesehen, die fahren mit den Wüten, was? Ich hab da keinen Goschner. Den anbrennen alle, den Fieder gleich selber zusammen. Was hast du? Du Scheißhund, was willst du machen? Hab ich schon verstanden, aber was anders? Mein Arli, oder? Hast du mir Alte, wo gesehen, die Geli? Scheiß auf die Alte! Geile Sau, schwarze, kurze Haare, tätowiert. Weißt du, wie schön, was ich schon gemacht hab? Ma!
Du Scheiße! Ich kann wohl noch mit den Lappen knacken. Herrlich! Hörst du gar keinen Scheiß auf der alte Schlechte? Wie gut, aber was anderes, was ich gehört habe, unterführen müssen fahren. Was? Den Heißlumme, ja. Du bist ein schöner Trottel. Was geht dir mit Unterführung an, du Arzt? Ja, du bist ja Fetzenschädel, meine Mutter. Aber die Unterführung will er haben. Du Zindlst nicht was geleistet, das müssen, yes. Muss ich mitfinanzieren. Komm her! Ich hab dir die Gusche, du Frühtrottel. Ja, geh her, du feige Sau. Du feige Sau, ja, geh her! Du Arschloch, du dreckiges, verbunstes Sau. Ja, das schau ich mir aber an. Ich bin froh, dass ich die ganze Nacht fliegst, aber keine Kraft mehr habe. Das ist eine Drecksau. Sonst hätte ich das Kiefer gerade Richtung Medikaruhr. Na komm her, du feige Sau. Ja, was? Das ist ein feige Rossel. Der mal bringe ich noch mal wirklich um, ich werde den abbrochen. Sehr, sehr gut. Alle Rotze, ne, unnötige. So hätte ich bedienen sollen, den Todl. 4 Jahre geht einmal schon Arsch. Herr Dudel. Herr Horvath, alles. Nach den Streitigkeiten mit Ihren Nachbarn, ja, dann sollen Sie jetzt abreagieren. Was soll ich mich anreagieren? 4 Jahre geht einmal jetzt schon am Hammer, oder? Seid ihr dabei gewesen? Ich war immer ein ruhiger Mensch, aber das nächste Mal, wenn er kommt. Tschüss. Ist er hin? Weil ich scherz mir nichts. Ja? Ich hab früher schon Kraft. 100 Leute hab ich mir auf einmal alle bedient. Die sind wie ein Bärenketten, wenn's auf. Nach dem 5. ist mir schon Fahrt worden, hab mir einen Haxen zugebunden. Ein Flamingo, weißt du, so. Ich hab gesagt, komm her, du auf. Ja, geh her. So, so, und, so, bedient. Schnell weg, die Dudeln. Also, das bedeutet, ja, sie haben gegen 100 Menschen gekämpft. Ja, 100 Brunzer waren es, keine Menschen, meine Brunzer waren es. Beim 10. hat er gesagt, ich brech dir die Nase. Ich hab gesagt, die da, selber hab ich mir gebrochen. Beim 20. haben wir die Augen erdruckt, dass ich kann sich. Hab ich mal blind, so, dann kommt sie erst rütteln. Dann haben wir selber die Hand umgedreht, alles selber. Ich hab am Schluss ausgeschaut nach die 100 Leute, die waren selber schon bedient, aber von mir selber. Weil der einzige Mensch, vor dem ich Angst habe, bin ich. Ja, so schaut es nämlich aus. Das weiß ich ja nicht. Das weiß auch nicht. Aber der wird schon noch wissen. Der wird mich schon kennenlernen. An habe ich mir eingedruckt. So, nichts gesehen. Wir wollten mal 20 Leute in der Disco wollten sie mich ausrauben. Ausrauben wollten sie mich. Ich habe sie eben falsch ausgesucht, die Scheiße. Und ich habe nichts einstecken gehabt. Die mir bedient, die Arschlöcher, bist du deppert. Günstig. Das ist ja neuer mit den flachen Bildschirmschirchen, oder? Das ist lässig. Herr Horvath, früher hat es nicht gegeben. Sind Sie gern daheim und schauen Fernsehen? Ja, schau schon gern. Schau. Ich habe das komplette Paket dazu. Muss ich noch einstellen, gescheit, oder? Art habe ich auch, wenn Sie hinter. Die komplette Anlage um. Alles bo. Haben Sie da Lieblingsfilme Dritte. Speziell? Oder schauen Sie sich. Nein, ich schaue mir erst das Schau ja gar nicht so. Da Kassetten schaue ich viel. Da schau. Smile Soldier. Lewand. Smile Soldier. Können Sie haben? Mit Action-Partie, der will die Weltherrschaft und er, der komische, der Gnome, will die Welt retten oder was. Der ist so groß, der Haberer. Wenn der zu mir kam, der steckt am Schild in den Tulsa. Was? Schweigen vor Dilemma. Habst du schon gesehen? Da geht sie, hat einen Schmetterling am Mund und der ist ein Fleischhocker. Ich hab mir noch nicht angeschaut. Aber da gnadenlos, grauenhaft, genial wie ich. So, ich bin auch. Stirb langsam. Hab ich alle den ersten Tag im Kino gesehen, oder? Ja, mit der Simone war ich da im Kino damals. Ja, hab ich gefingert, hab ich es nicht umgekommen jetzt, oder? Ja, aber da haben wir sich den Film angeschaut, war lebend. Sind Sie eher alleine beim Fernsehschauen oder haben Sie eine Partnerin, mit der Sie das teilen? Nein, keine Partnerin, ich will mir Ruhe beim Fernsehen. Was ist, willst du mitschauen heute oder was? Mal ein Bier nehmen, das ist mein Geheimversteck. Muss ich verstecken wegen einem Hostel, der Scheiß, und der kommt immer um und tötzt mir die ganze Dose weg. Jetzt hab ich es versteckt, das kostet alles auch Geld. Pornofilm schaue ich nicht mehr so, die sind unrealistisch. Jawohl, ich hab's schon mal gesehen beim Pornofilm, die haben alle so eine Kalle in der Hose. Die Tschernobyl-Mantel. Wenn ich da meinen traurigen anschaue, der schaut aus wie ein halber zu drehen und trinken, oder? Nein, ich geh zu bei solchen komischen Filmen. Darum tue ich nicht mehr. Du, wenn ich mal mit mir spiele, mit dem Kopf, Fantasie, stell mir irgendeine vor, die was ich gesehen hab, dann zankl ich ein bisschen. Ja. Echte Fulknotler, so du! Sie, ja, ah, lass mich in Ruhe! Das komm her! Schöner Auto ich fahr auf die Bank, wenn der Kredit schaut, dass da keiner schlürft. Ja, muss man aufpassen! Ja, das ist der Parkverbot! Ja, scheiß dich! Ein dummes Pissl! Ich hab's ja gesagt, ich bin ein Mann der Taten. Der Friedtaten, oder? Leibern das Schmäh. Muss ich auch noch machen.
Nervös auch. Kauf mir vielleicht einen Lamborghini. Lamborghini Calato. Grüß Gott. Ja, grüß dich. Was wird denn das mit der Kamera da? Was? Nein, die sind ja nur mit mir mit. Die sind meine Begleitung, okay. Dokutionen. Bitte schön. Ja. Geld brauche ich, aber schnell. Wie ist denn der Name? Keine Zeit. Anton Horvath. Ja, das so weiß ich, ne? Das ist die ja, Kontonummer vielleicht auswendig. Was für ein Konto? Habe ich nichts eine Kontonummer. Schaut gut aus, gell, die Alte. Ja? Der Horvath, wenn es bitte ein Freund ist. Ja, das ist ein voller alter Poker. Das sind nicht die Braunen, was die überholt. Da sehe ich schwarze Tage mehr. Ist alles da, alles genehmigt normal. Da kredit aus. So, ich rede so, gib mir drei Lohnsalami, gell? Frau Lisa, haben wir schon eine Rückmeldung? Von dem Busti, was tut denn der Trottel da? Was willst du, du Autozerstörer? Ah, Doku des Verbrechens. Verbrechen. Herr Horvath, bleiben wir schon sachlich. Ja? Ja. Ich bin der Direktor von diesem wunderschönen Finanzinstitut. Boah, bist du? Ja. Was ist er? Direktor von dieser Bank. Ja. Sagen wir schon, der ist mal von der Sauferei. Ich würde gleich mal die Bulls an, da gib her, schau. Der Lohnzell, alles da, alles genehmigt, Lichtbildausweis. Kannst du das selber wollen, oder was? 15.000 Moment, ja, das ist einfach das nicht. Das muss schon seine Ordnung haben, ja? Das müssen wir alles prüfen. Setzen Sie ihn dabei nieder, ja? Ja, gut. Wollen Sie einen Kaffeetschi haben? Was will ich? Nein, ich bin schon so. Filmen ist hier eigentlich nicht erlaubt, ja? Bitte passen Sie auf ihn auf, ja? Greifen Sie ja auch nichts an! Herr Hirflinger, wie sind Sie zu dieser Bank gekommen? Naja, schauen Sie, ein Mann mit meinen Qualifikationen hat eben immer gewisse Perspektiven, die andere Menschen nicht haben. Ja? Ich meine, zum Beispiel der gemeine Steuerhinterzieher, ja? Der bekommt eine Haftstrafe. Ja? Und der Sexualtriebtäter, der bekommt eine Therapie und Menschen wie ich, die bekommen halt eine Bank vom Onkel. Ja, ja voll Trottel, eine Bank hat er, oder? Aber da gibt es die Bank, da kommt man viel mehr aus. Lehman Brothers und so, ja, gell? Zinses, Zins. Konto Korinth, Kredit, keine weiß ich alles, hab ich alles. Eine kindische Bank, schau, Zucki. Darf man es mitnehmen? Ja, ja, nee. Für den Alexander, der hat das so gern, bis krank. Lass das für die anderen Kunden bitte auch ein bisschen was über. Ja, lass ich eh, aber der Alexander hat einen Hunger. Ja. Das ist ein bisschen schuffig, gell? Taugt schon was. Schau, den brauche ich daheim einmal. Ah! Entschuldigung. Ich hoffe, es ist in Ordnung für Sie. Mittagspause, gell? Ja, stimmt es, dass gegen Sie aufgrund Ihrer damaligen Position als Bürgermeister ermittelt wird? Ja, okay, schauen Sie, solange es kein rechtskräftiges Urteil gibt, gilt in diesem wunderschönen Land noch immer die Unschuldsvermutung. Also wird derzeit gegen Sie ermittelt? Ja, wahrscheinlich, ja, vermutlich auch. Wie gesagt, ein Missverständnis. Und das vielleicht ein Aschenbecher für eine gute Kundschaft? Wir sind eine Bank, die dürfen wir draußen. Ja, das ist ja milde. Die ist ja müde, das ist die krank. Die tut ja nichts. Die tut ja nicht. Nein, schon da. Der Name Ihrer Bank klingt sehr, sehr völkisch. Haben Sie da keine Bedenken? Bitte, Herr, der Name da. Völkisch klingt eher Volksbank, ne? Sind Sie zuversichtlich, dass Sie heute den Kredit genehmigt kriegen? Was bin ich? Bin ich schon zuversichtlich, oder? Ich habe ja alles belegt dort, haben Sie ja gesehen. Busti-Bauware, viel Leiband. War eine schöne Zeit damals. Wenn man von Tasch, Paris, Frankreich, sagt Ihnen, viel Leiband gewesen. Mein Turm hätte man einstellen sollen, haben wir schon grüßt alles aufgezahlt. Deshalb hat sich der Busti verspekulisiert. Ist ihm das Geld ausgegangen. Haben wir nur das Grüßt dort stehen lassen, weil der Busti schon im Ausland war. Viel Leiband, die Franzosen haben sich viel gefreut. Eiffelturm hat es auch gesindelt dort. Reicheisenbank assoziiert man leicht mit dem Dritten Reich. Ja, bitte. Also hören Sie, was Sie in Ihren links-linken Bahnhofsfantasien da abspielt, das lassen Sie bitte bei sich. Ja? Jetzt schwingen Sie mit der Nazi-Keule. Bitte lassen Sie die Wahrheit im Lande. Ja? Blicken Sie der Wahrheit ins Auge. Wir sind ein renommiertes Finanzinstitut. Ja? Und laut Verfassungsschutz, ja, gut, bedenklich, ja, bedenklich. Aber noch nicht verboten. Ja, jetzt muss ich weitermachen, bitte. Danke. Und gehen wir auf einen Kaffee oder was? Ja, Horvath. Gerne, ja, was ist? Sie können zu mir. Ja, ich will sie auch Stück. Ich brauche 200.000, ich habe einen Notfall gerade reingekriegt. Ja, genau, bitte. Frau Lisa, bevor Sie in die Pause gegangen sind, schneiden Sie bitte die alten Bankomatkarten. Ja, danke. So, sind Sie entspannt, Herr Horvath. Herr Horvath, das ist eigentlich ein Nichtraucherbüro, bitte. Sehr milde. Na, wenn Sie, bitte abdämpfen, ja, danke. Herr Horvath, ich habe mir jetzt Ihre Lohnzettel angeschaut. Ja, genau. Ja, aber recherchiert, es gibt aber keine Firma Pustibau. Nein, die kann es ja nicht geben, das habe ich nur ausbissen müssen, weil das Installateur KIG heißen. KIG war Installateur. Sie haben das korrigiert. Ah, Sie sind Installateur?
Ich bin kein Stadtteil, ich bin eh vom Schloss am Grust, aber der Busti war im Häfen und deswegen war der mich dort angemeldet bei der Schwester. Was weiß ich. Also die Firma gehört der Schwester. Die Busti. Genau, die Bustis waren fünf, wir waren einer, ist ja wurscht. Ja, ist das ein Geld oder nicht? Egal, wie auch immer, Herr Horwatz. Also ja. Laut meiner Recherchen kann ich leider. Hätten Sie mich dann noch mal? Ja, ich komm schon. Positiven Bescheid. Ja, was? Ja, gibt's ja gleich. Ja. Positive Bescheid kriege ich. Viel Leben. Ja. Verschaut, das ist ein kindisches Schatz. Verschaut, du, das ist die Kindheit. Ja, gut, der Alexander für die Schule zum Basteln. Das beginnt schon. Ja, du, schau mich nicht. Herr Horwatz, bitte, lass uns meine Sachen. Nehmen Sie bitte Ihren Castzettel da, ja, und befördern Sie Ihren versoffenen Popsch aus meinem Büro, ja, danke. So, ja, danke. So gibt's kein Geld für mich? Bevor ich Ihnen ein Geld gebe, leugne ich vorher noch den Holocaust, ja? Danke schön. So. Also, ich krieg kein Geld, danke. Ich hab kein Geld, ich hab beim Pusten. Ja, ist schon in Ordnung, bitte, und Sie auch, wenn Sie mein Büro verlassen, danke. Na, hoppala, komm, schnell, weg. Gib's kein Kredit, gib's, ich soll's ablassen. Leuchte! Und Baustelle hat auch nicht, oder? Das ist der Horror.